So, da werden wir auch schon wieder. Und wieder Bilder von den Mönchen. Oh, waren wir hier schon mal? Wollte gerade sagen, sobald das irgendwie zerfetzt aussieht, gehe ich davon aus, dass wir hier schon mal waren. Aber nein, und da wird bestimmt der runde Schlüssel reinpassen. Klick. Und das war keine gute Idee. Oh, diese Fliegen. Ich hasse diese Fliegen. Und da kommt der Dino, den wollte ich eigentlich aussperren. Hülalü. Okay. Dafür habe ich da Heilkräuter gesehen in der Ecke. Das ist schon mal sehr gut. Also schlafen wir jetzt einfach mal dreisterweise direkt hier am Gitter. Eigentlich müsste da ja keiner hinterrücks ankommen können. Ich glaube, der andere Bereich war abgeblockt durch auch eine Tür oder runtergefahrene Wand oder sonst irgendwas. So, Lebenspunkte gehen langsam wieder. Was war jetzt auf der anderen Seite? Eine leere Nische und ein Raum mit einer Statue. Okay. Keine Schalter. Kein Hinweis, was man reinlegen soll. Muss mir richtig mitdenken. So. Wir gehen jetzt da rein und tanzen aber eine Weile mit ihm. In der Hoffnung, dass hier nicht irgendwo noch einer ist und uns gleich einkesselt. Na, 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 na. So. Ein, zwei Treffer noch. Eins. Zwei. Also. So, hier waren die Heilkräuter. Die kommen gleich alle mit. Davon brauchen wir ganz, ganz viele. Da ist nix, da ist nix. Da geht's wohl weiter. Das Essen können wir auch gleich wegmüffeln. So. Hier geht's weiter. Ah, ich höre komische Dinge. Also einmal höre ich die Viecher da. Und ich habe gerade noch Kettenrasseln hören. Ich glaube, das sind die Mönche. Und ja, ich habe das schon sehr häufig gesagt in diesem Playthrough. Aber diesmal, glaube ich, sind sie es wirklich. Oh, roter Stein. Ah, stimmt, genau, da war was. Ich erinnere mich mal was aus dem alten Playthrough. Das kommt ja auch selten vor. Diesen roten Stein musste man immer in die Nischen tun. Was haben wir hier? Die inneren Heiligtümer. Da haben wir Viecher. Die würde ich gerne alle schön nacheinander umbringen. So. Genau, das geht jetzt auf. Und ohne das Ding geht es, glaube ich, nicht auf. Richtig. Gut, also machen wir jetzt hier das hin. Legen hier einen unserer heiligen Steine hin. Warum kann ich dich nicht splitten? Ah, so. Einen unserer heiligen Steine hin. Schmeißen dich weg, nehm dich mit. Hier ist ein schöner, schmaler Gang, wo wir... Na, wo wir nach und nach die Gegner umbringen können, wollte ich gerade sagen. Und dann gehen hinterrücks ähnliche Wände auf. Die Spielprogrammierer waren echt gemein. Ich hasse euch. So. Mann, 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 da wird mir richtig wach zu so später Stunde. Also, und vergiftet und Schaden und überhaupt und ich drehe mich im Kreis, obwohl hier kein Schalter ist und... So, Tür zu. Wir sind... Wie heißt der Zustand? Krank. Keine Lebenspunktregeneration. Das verschwindet aber irgendwann mit der Zeit. Dauert zwar ewig, aber... Obwohl, wir haben noch bestimmt irgendwelche... Ah, da lauerst du schon, ne? Scheiß Vieh. So. Verdauungsprobleme. Irgendwie so. Probieren wir mal. Erstmal Milk Reed. Nee. Und das? Nee. Das alleine ist nur ein Gegengift. Wir wollen kein Gegengift. Achso, dann wird der... Anti-Krankheitentrank bestimmt ein Heiltrank, den wir jetzt mitbrauchen.
Nee, braucht er nicht. Oh, wo sind die Bluttropfen-Dinger? Die fehlen noch. So. Also das Durchfallteil und Bluttropfen war der Geschwindigkeitstrank. Den ich mal wieder vergesse. Den können wir aber auch mal neu machen. So. Und wir brauchen eine neue Flasche. Das ist immer noch der Geschwindigkeitstrank. Und die Nessel? Nö. Der Heiltrank? Nö. Aber ich habe jetzt so lange rumprobiert, dass in der Zwischenzeit die Krankheit von alleine weggegangen ist. Okay, ist auch eine legitime Taktik. Einfach nur Zeit verschwenden, bis die Zeit rum ist. Und wenn das jetzt einigermaßen voll ist, dann können wir uns mit diesem fliegenden Ding anlegen, dann den nächsten Bereich einigermaßen frei machen. Das müssen wir gleich erstmal den roten Stein wieder in die Nische legen. Und dann müssen wir so nach und nach diese Etage freiräumen. Das waren sehr viele Nischen, glaube ich. Und es war auch noch ein roter Stein irgendwo. Es gab nachher mehrere. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. So. Was wollte ich? Ich wollte Licht. Licht ist doch schon arg praktisch. So. Durchatmen. Nicht erschrecken lassen. Ab und an nach Schaltern gucken. Oh, was haben wir hier? Gauntlets of Valor. Ah, sehr schön. Aber hatten wir die nicht schon? Ich dachte, es fehlten noch die Hosen oder so. Hm. Autsch. Was haben wir hier? Nix. Hm. Okay. Da geht's weiter. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Knöpfe drücken, die ich bisher noch nicht angetouched hatte. Hatten wir die schon aufgemacht? Nein, hatten wir nicht. So, ich habe drei Dinos gesehen und mindestens einen so ein Fliegeviech. Nein, nicht in die Nische, nicht in die Nische. Ah, raus, 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 raus. Und in die nächste Nische reingelaufen. Genial, einfach genial. So. Wieder Ressourcen verschwendet ohne Ende. Ein Heiltrank, ein Geschwindigkeitstrank mal so eben weg. Und schon wieder in die nächste Nische rein. Komm schon, 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 komm schon. Mann! Waren das jetzt alle? Ich höre nichts mehr. Also schön, dass wir eben gerade drei Heilkräuter gefunden haben. Ist ja nicht so, dass wir sie jetzt gerade wieder verballert haben. Und dazu noch ein Geschwindigkeitstrank. Na gut, hilft nichts. Lag da gerade was? Nee. Also wir haben jetzt beide Schlüssel reingedreht. Und sind beide Male eigentlich noch Monster rausgekommen. Aber ich denke trotzdem, dass das wichtig war für den mittleren Gang. Also gehen wir jetzt hier zurück. Zurück, 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 zurück. Holen den Stein da raus. Nehmen dich auch wieder mit. Und gucken mal, ob die Tür jetzt aufgeht. So, eins, zwei... Ah, hier schießt das Gesicht eine Photonenkugel. Und wir müssen das so timen, dass sie da durchfliegen kann, ungehindert. Okay. Dadurch werden die Gitter getauscht. Das heißt, wir müssen jetzt da drücken. Ah, war knapp. Also wir drücken jetzt hier, die Kugel kommt angeflogen. Sobald die Kugel hier drin ist, müssen wir den anderen Knopf drücken, damit das zugeht und das andere aufgeht, bevor die Kugel gegen die Tür knallt. So. Das war... Ja. Also. Jetzt. Hm. Tada! Sehr schön. Die inneren Heiligtümer. Und gleich eine Druckplatte. Und ich höre das Kettenrasseln wieder. Nee, da bereite ich mich doch erstmal vor.
Wir hätten gerne Platz im Inventar. Das hätte ich wirklich ganz gerne. Die Schuhe können hier mal rein, die Handschuhe. Man kann keinen leeren Beutel in einen anderen Beutel tun. Schade. So, jetzt haben wir einigermaßen Platz. Also, wir hätten gerne einen Heiltrank. Zwei Heiltränke. Mehr nicht im Inventar. Ich will zwei Kräuter auf Vorrat haben. So, Geschwindigkeit. Das war Bluttropfen und Nessel? Nein, Mickreed. Ja, es hat nur zwei Versuche gebraucht. Sehr schön. Ein Hoch auf noch nicht abgestorbene Gehirnzellen. So, abspeichern. Das ist LP49A. Da habe ich gerade einen Schatten gesehen. Ja. Hallo, Jungs. Tanzen, tanzen, tanzen. Und sie sind echt nicht so schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte. Aber ihre größte Macht ist halt die Panik. Und irgendwie kriege ich ganz schön viel Schaden dafür, dass ich nicht getroffen werde. Also ich sehe mich nicht getroffen werden. Ich sehe keine Animation oder Zauber auf meinem Feld. Aber trotzdem habe ich anscheinend schon Schaden genommen. Sogar ziemlich viel Schaden genommen. So. Das waren die beiden ersten Mönche. Also ja, es ist knapp. Warum auch immer. Aber es war richtig gut machbar. Also wir haben jede Menge Seitenräume. Die will ich aber noch nicht erkunden. Ich will erstmal hier nach Schaltern gucken, während langsam unsere Lebenspunkte sich regenerieren. Ja. Und hier hatten wir auch recht viel Platz. Ich glaube, das war der Knackpunkt bei diesem Kampf überhaupt. Wir haben am Anfang richtig viel Platz gehabt, um rumzulaufen. Und es waren nur zwei. Später werden es ja drei oder vier auf einmal auf engerem Raum. Und dann kann das echt haarig werden. Da müssen wir vorher mal gucken, was für Zaubersprüche die jetzt genau sprechen. Also was die in ihrem Repertoire haben und dementsprechend dann die Amulette anziehen. Das ist das, was sie am häufigsten zaubern. Ich glaube, das war das Eis auf dem Boden, dass wir da gegen den was haben. So, hier ist aber kein Knopf. Hier sind immer noch die ganzen Türrahmen von den Türen, die wir gar nicht mehr brauchen. Jetzt haben wir drei kleinere Türen zur Auswahl. Ne, wir haben zwei Türen zur Auswahl und eine Druckplatte mit zwei Gesichtern. Da werde ich jetzt nicht drauf treten. Denn die werden bestimmt irgendwas Böses machen. Oder war das ein Teleporter? Weiß ich nicht. So oder so nehme ich erstmal wieder ein bisschen Abstand von diesem Raum. So, und hau mich hier erstmal aufs Ohr. Dann regenerieren wir uns hoch und machen zuerst die beiden Seitenräume. Und dann gucken wir auf diese Druckplatte rauf. Ich glaube, das war echt ein Teleporter. Und wir sollten ja nicht in ein neues Gebiet springen, wenn wir das alte noch gar nicht ordentlich ausgekundschaftet haben. Und gesäubert. So, das reicht erstmal. Für so einen Seitengang wird das schon passen. Also wieder rein. Und fangen wir hier bei der rechten Tür an. Nachdem wir abgespeichert haben und einen kleinen Cut gemacht haben. Also, LP 049B. Und wir sehen uns gleich wieder.